Hallo Leute, heute ist der 20.05.2020. Ich habe was Neues zu berichten. Mein Therapeut Christoph Trummer hat einen Aufruf gestartet über die niederösterreichische, über die Niederösterreich-Zeitung von Amstetten zum Thema Wohlfühlen, weil das ist gut in dem Artikel beschrieben. So viele Menschen können erzählen, wann sie sich nicht wohlgefühlt haben oder wann sie Ängste hatten oder Probleme und so weiter. Und er möchte die Initiative starten, dass man in einer Zeitung oder später vielleicht auf einer Facebook-Seite eine Bibliothek des Wohlfühlens sammelt, wo jeder Mensch seinen Wohlfühlmoment beschreibt. Denn Wohlfühlen können sich auch kranke Menschen. Man geht immer davon aus, gut gehen tut es einem, wenn man gesund ist. Oder wenn man glücklich ist. Aber Wohlfühlen tun wir uns ja viel öfter und auch in den Kranken, also in Zeiten, wo man krank ist, kann man einen sogenannten Wohlfühlmoment erleben. Und ich möchte diese Initiative über die Landesgrenzen hinaustragen und euch den Artikel in der Infobox verlinken. Und ihr könnt auch daran teilnehmen, lest euch den Artikel durch und schreibt an die Nönn am Städten. Da ist ein Link, eine E-Mail-Adresse unten in den Artikel, euren Wohlfühlmoment. Im Artikel ist auch unten dran ein Wohlfühlmoment von Christoph Trummer verfasst. Das sind nur 5 Zeilen oder so, maximal. Das ist nicht viel Arbeit, aber sich mal darüber Gedanken machen, was ist mein Wohlfühlmoment? Wann fühle ich mich wohl und vielleicht 5 Zeilen darüber zu verfassen, was der eigene Wohlfühlmoment ist. Und daraus sozusagen eine Bibliothek machen, wo andere Leute nachlesen können. Dabei fühlen sich Menschen wohl und das könnte ich doch auch ausprobieren, um mich besser zu fühlen, wenn es mir gerade nicht so gut geht. Ich möchte meinen Wohlfühlmoment übers Hörbuch schreiben und werde an der Aktion teilnehmen. Und habe auch schon andere Leute gefragt, die teilnehmen wollen. Und ich möchte diese Aktion sozusagen über die österreichischen Grenzen mit YouTube hinaustragen. Und ihr könnt, egal woher ihr seid, an diese E-Mail-Adresse in den Artikel euren Wohlfühlmoment schicken mit Foto und Name. Wenn ihr kein Foto oder keinen Namen dazu schreiben wollt, dann lasst es, aber schickt doch bitte euren Wohlfühlmoment an die Nonnen und die veröffentlichen das dann in der Zeitung, wenn er gut ist, und daraus werde ich dann in Zukunft auch eine Facebook-Seite gestalten, wo wir die Wohlfühlmomente sammeln und eine Bibliothek des Wohlfühlens machen, um anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, sich Momente rauszupicken oder Dinge rauszupicken, die sie tun können, um sich besser zu fühlen. Ich hoffe, ihr findet das interessant. Ich finde das großartig, weil man denkt so selten daran, wann man sich wohlfühlt. Und ich finde das großartig, diese Aktion. Und ich würde mich freuen, wenn zahlreich daran teilgenommen wird.
und auch aus Deutschland oder anderswo kann man eine E-Mail an die Nennen schreiben, dass man halt gerade nicht aus Österreich ist, aber an dieser Aktion teilnehmen möchte. Und mich würde das irrsinnig freuen, wenn ihr teilnimmt und euren Wohlfühlmoment aufschreibt. Wie gesagt, es müssen nur 3, 4, 5 Zeilen sein, zusammengefasst, was euer Wohlfühlmoment ist. Und bitte auf die Rechtschreibung achten. Aber wenn ein paar Fehler drin sind, wird sowieso lektoriert. Und euren Wohlfühlmoment veröffentlichen und mit der Umgebung teilen. Weil gerade jetzt in Corona-Zeiten haben doch viele Leute Ängste und Probleme, gerade mit der Arbeitslosigkeit oder so. Und da ist es so wichtig, dass man sich ab und zu mal wohlfühlt. Und deswegen möchte ich diese Aktion unterstützen. Wenn ihr an der Aktion teilnehmt, schreibt mir bitte einen kurzen Kommentar unter das Video, dass ihr teilgenommen habt. Und vielleicht können wir uns in den Kommentaren über eure Wohlfühlmomente austauschen. Meine Videos haben nicht so eine breite Reichweite, aber es würde mich diesmal sehr freuen, wenn ihr das Video teilt und auf den Link in der Infobox geht und euch den Artikel durchlest und dann daran teilnimmt. Danke, das wollte ich euch noch sagen und bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Ines.